Wir sind live. Wir sind live. Sehr Yeah. gut. So, herzlich willkommen zum ersten betterhuman.de Podcast, Videopodcast. Heute mit meinem Freund Christian Ruß, Experte im Bereich Ketose und deren leistungssteigernde Wirkung. Das ist auch der Main-Fokus, um was es heute hier geht. Es geht nicht um Abnehmen, es geht nicht um Sport, sondern es geht um mentale Performance. Und ja, Christian, stell dich mal vor. Ja, danke für die Einführung, Lars. Und ja, das setzt mich natürlich hier schön unter Druck, ne? Mich hier als Experten zu outen, zu ja, positionieren. So. Ja, also ich habe das jetzt schon ein paar Mal gemacht, ketogen mich ernährt und bin aktuell auch in der Ketose. Also insofern ein bisschen was natürlich mir da darüber angelesen und weiß natürlich einiges darüber. Auch gerade, ja, um die Wirkungsweise, wie man in die Ketose kommt und so. Also insofern, so ein bisschen kenne ich mich schon damit aus. Also Experte ist natürlich immer die Frage, wie man das definiert, aber okay. Ich stelle mich kurz vor, ich betreibe ja auch einen Blog jetzt seit kurzem, dank unserem Kumpel Peter, der mich so ein bisschen motiviert hat, wegen der Ketose auch mal ein bisschen was zu bloggen. Also unter alphapreneur.de findet man mich und der wird jetzt so langsam aufgebaut, der Blog, mit ein paar Posts zum Thema Ketose und ein paar andere. Ähnlich wie du, auch mit deinem Better Human Performance optimierende Themen. Ja, aber das einfach mal so kurzes Beiwerk. Aber so, heute soll es ja pur eigentlich um die Ketose gehen. Richtig. Wir haben jetzt hier Ketose, Ketose, Ketose gehört. Für alle diejenigen unter uns, die hier zuhören und noch nicht wissen, was ist denn überhaupt Ketose? Vielleicht kannst du das zuerst mal ganz kurz erklären. Ketose ist eigentlich nur eine spezielle Form des Stoffwechsels. Normale Menschen, das klingt so bescheuert, also normalerweise kennt der Mensch es so, dass man durch die Nahrung eben ja irgendwie Energie zu sich führen muss und ja, in der heutigen Ernährungsform ist es meistens so, dass durch die vielen Kohlenhydrate der Stoffwechsel des Menschen hauptsächlich durch Glukose läuft, das heißt Zucker wird verstoffwechselt in kurzkettige Zuckermoleküle, also Glukosemoleküle, die dann eben ja zur Energiegewinnung genutzt werden. Und bei der Ketose stürzt sich der Körper mehr oder weniger auf Fettzellen, spaltet die auf und verwandelt die über die Leber in ja, ketogene, ja, Energieprodukte, sogenannte Ketonkörper, und versorgt sich damit mit Energie. Also sozusagen vom Zuckerstoffwechsel weg zum Fettstoffwechsel hin. Das ist auch so ein bisschen das Problem, dass viele immer sagen, ja, ohne Zucker kann dein Gehirn nicht arbeiten. Das ist ja so, was man immer schön liest und hört, aber diese Ketonkörper sind so das Alternativprodukt dazu, ja. Und diese ketogenen Körper haben ja auch noch einige weitere Vorteile, glaube ich mal. Die haben ja auch so viele Vorteile, dass sie die Zellen heilen können und ein bisschen performanter sind, was die ATP-Produktion angeht, glaube ich mal. Ja, also Zellen heilen können, ja, ich würde, so weit würde ich jetzt nicht gehen, ne? Also dazu sind wir beide, glaube ich, zu wenig Mediziner, um sowas dann auch, ja, und haben selber zu wenig Studien durchgeführt, einige gelesen natürlich, es gibt auch viele Studien, die ein paar gute Aussagen darüber treffen können, auch weil sie halbwegs fundiert sind, allerdings ist es einfach so, die ATP, ja, Energiegewinnung auf Ketose fürs Gehirn ist eigentlich ein bisschen besser. Gehirn ohne Zucker kann nicht funktionieren, absoluter Blödsinn, sonst würde ich jetzt hier auf dem Boden liegen und sabbern, weil ich jetzt wieder einige Tage komplett ohne Kohlenhydrate auskomme. Ja, komplett ohne ist auch übertrieben, aber mit einem ganz, ganz minimalen Satz am Tag. Mein Körper hat sich umgestellt, mein Gehirn benutzt momentan Ketonkörper zum Funktionieren und ich glaube, ich behaupte mal, er funktioniert mindestens genauso gut wie unter Glukosestoffwechsel. Du kannst ja noch mit mir sprechen, also es funktioniert ja noch. Ja, ich dachte, wir kommunizieren hier schon, ne, telepathisch und so, ich dachte, wir sind schon einen Schritt weiter. Ja. Wie schaut dann dein Makronährstoffverhältnis denn aus, so über den Tag verteilt, und was isst du denn so als Ketogener? Was esse ich so als Ketogener? Als Ketogener esse ich natürlich viel Fleisch, also Fleisch- und Wurstprodukte. Ich versuche allerdings, meinen täglichen Bedarf an Eiweiß so zu halten, dass ich auf 100 Gramm Eiweiß am Tag oder drunter bleibe. Eiweiß hat so ein bisschen so ja, die Krux an der Sache beim Eiweiß ist einfach, dass zum Teil der Körper auch hier aus Eiweißmolekülen Glukosemoleküle aufbauen kann. Und deswegen gibt es natürlich so einen gewissen Range, unter dem sollte man bleiben, wenn man in der ketogenen Ernährung so ein bisschen Erfolg haben möchte. Und das sind so 100 Gramm Eiweiß am Tag, so über die möchte ich nicht rauskommen, vielleicht sind es auch mal 110. Aber generell ist dann der restliche Nahrungsbestandteil, sind viele Fette, viele schöne tierische Fette,
pflanzliche Fette nicht ganz so viel, also sind nicht ganz so optimal. Kokosnussfett, also Kokosfett mal ausgenommen, das ist hervorragend, aber so generell so Rapsöl und Sonnenblumenkernöl gar nicht gut. Dafür aber mehr, ja, tierische Fette, Butter Pflanzliche etc. Fette, wie jetzt zum Beispiel Avocado und Co., Ja, die kannst du auf jeden Fall ja nehmen. ja, natürlich, natürlich. Also ich meinte nur so die klassischen, was man so im Regal im Supermarkt findet zum Braten und so, sowas wie Rapsöl oder ja, es gibt ja ganz, ganz viele lustige Sonnenblumenöl und so Zeug. Alles, wenn man das ultra hoch erhitzt oder eben hoch erhitzt zum Braten, ist schön mit Transfetten sich vollpumpen, macht Das keinen sind die Sinn. ganz schlechte Fette, über die wir gar nicht diskutieren wollen. Genau, tun wir die mal weg, tun wir die mal weg. Die guten Fette, Kokosfett, Olivenöl, solange man es nicht zu heiß macht, Schmalz, Butter, schöne Kerrygoldbutter zum Beispiel und sowas. Das sind die guten Dinge. Und ja, Makronährstoffe, um nochmal kurz darauf zurückzukommen, um wieder den Anschluss zu finden, sind so ungefähr 70% meines täglichen Energiebedarfs decke ich über Fette, 25%, ein bisschen drüber vielleicht über Eiweiß und dann die restlichen paar Prozent sind dann Kohlenhydrate. Okay, und wie viel Kohlenhydrate darf ich jetzt maximal irgendwie zu mir nehmen, um diesen Ketosezustand zu kommen? Also initial, um in den Ketosezustand zu kommen, gibt es ein paar Dinge zu beachten. Also zunächst einmal sind diese Kohlenhydrate natürlich klar einzuschränken, dass der Körper nicht im Glukosestoffwechsel hier weiter reinhaut. Da sagt man generell, die Faustregel sind unter 30 Gramm Kohlenhydrate am Tag, pro Mahlzeit weniger als 10 Gramm. Das heißt also, wenn man dreimal am Tag eine Mahlzeit zu sich nimmt, sollte man einfach dann generell drunter bleiben können. Manche Menschen schaffen es mit unter 50 Gramm, also die können hochgehen bis zu 50 Gramm Kohlenhydrate oder sogar manche erzählen sogar von 80 Gramm, aber für einen Durchschnittsbürger, der geht auf Nummer sicher, wenn er auf unter 30 Gramm Kohlenhydrate am Tag bleibt. So, das ist so das. Ja. Und für den Beginn am Anfang, um schnell reinzukommen, gibt es natürlich nur so ein paar Einschränkungen. Wenn man von dem normalen Glukosestoffwechsel in den ketogenen Stoffwechsel kommen möchte, hat man halt so noch ein bisschen was in den Muskelspeichern an Zuckern und Glukose. Der muss erstmal raus und das heißt, so die ersten 3, 4 Tage sollte man so 500 Kalorien unter dem normalen Tagespensum an Kalorien liegen, dass diese schönen Depots auch geleert werden. Ein bisschen Sport dazu und sowas, dann kommt man schneller rein, aber das sind so einfach mal so grob die Rahmendaten. Okay. Und wie macht ihr das dann so bemerkbar? Ich mache das jetzt 1, 2 Tage und wie macht ihr das bemerkbar in meinem Körper, dass ich hier diesen ketogenen Zustand habe? Oder gibt es irgendwie Messmethoden, wo ich sozusagen diesen Zustand dann erkennen kann, wenn ich ihn vielleicht noch gar nicht so spüre? Ja, also am Anfang ist es so, wenn man das zum ersten Mal umsetzt, war zumindest auch bei mir so, die ersten 2, 3, 4 Tage, ja, geht, ich sage jetzt mal so, ist man vielleicht ein bisschen gereizter, weil es ist so ein bisschen Zuckerentzug und man merkt schon so irgendwie, ja, es läuft noch nicht rund, der Körper ist noch nicht darauf eingestellt, da kann es auch mal dazu kommen, dass man ein bisschen Kopfweh bekommt oder so ein bisschen, ja, so ein paar Begleiterscheinungen, die gehen aber normalerweise so nach einer Woche grob weg. Also nach, ich sage jetzt mal, grob 5 bis 7 Tagen Ernährungsform ist man dann eigentlich in der Ketose, wenn man sich strikt dran gehalten hat. Und ja, richtig rausfinden kann man es hauptsächlich über Keto-Sticks. Gibt es in der Apotheke zu kaufen, gibt es bei Amazon zu kaufen, gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Im Urin gibt es sozusagen die Möglichkeit, diese Ketonkörper, die die Leber herstellt, aus den Fetten nachzuweisen. Paar Einschränkungen gibt es, zum Beispiel, wenn man zu viel getrunken hat oder viel Wasser zu sich genommen hat, kann es ein bisschen verwässern, sodass die Testschreiben das nicht mehr ganz so gut nachweisen können und so. Aber das ist eigentlich so die Methode, mit der man das ja selber prüfen kann. Ein anderer guter Faktor sind so ein paar Dinge wie, also bei mir ist es jetzt so, es gibt auch in dieser ketogenen Ernährung zum Teil so kurze Pausentage oder eben ja so ein paar Breaks. Wenn man danach wieder zurück in die Ketose geht, geht es zum Beispiel mir so, dann bin ich einfach wacher, dann bin ich fitter, bin ich konzentrierter und bin einfach gefühlt robuster. Und ich denke, wenn man das mal eine Zeit lang durchsetzt, ich habe ja jetzt vor kurzem unseren Kumpel, den Peter, auch gecoacht in dem Bereich. Und er meinte so nach 5 Tagen oder sowas, ja, er war total wach, er war total konzentriert und fokussiert. Echt cooler Effekt. Also normalerweise, die meisten Menschen spüren es ziemlich, ziemlich gut nach 5 bis 6 Tagen, dass sich da doch was verändert hat. Vor allem im Kopf und von der Konzentration. Aber wie ist es dann? Was macht da genau der Unterschied? Also ich meine, wenn ich mir jetzt hier meine Nudeln und meine Kohlenhydrate reinschaufel, was passiert da im Gehirn? Dass ich mental eventuell dann nicht mehr ganz so fit unterwegs bin, diesen Brain Fog-Zustand habe, wo ja viele von reden, jeder kennt das typische Schnitzelkoma. Was passiert denn da genau? Wie Das funktioniert Problem das?
Das Problem ist ja grundsätzlich so, mentale Fitness, das Gehirn funktioniert am besten, wenn der Insulinspiegel möglichst gleichmäßig ist. Da funktioniert die Energie, den Energieaustausch im Gehirn, wir haben ja auch so eine schöne Gehirn, also Blut-Hirn-Schranke, wo dann gewisse Stoffe nur durchkommen, ja, die dann eben sozusagen, manche können nicht passieren, etc., etc., schützt unser Hirn so ein bisschen und so. Und die ganzen Prozesse im Gehirn zur Energieversorgung laufen eben am idealsten ab, wenn der Insulinspiegel gleichbleibend ist. Bei der Ketose passiert eigentlich genau das. Mit der Ketose erreicht man, dass der Insulinspiegel möglichst niedrig ist und generell auf demselben Level hält. Und das klassische Schnitzelkoma kommt eben, ne, wie man so schön sagt, dann, wenn man nachmittags gute Portion Pommes, ein paniertes Schnitzel, Schnipo-Schranke dazu. Und schon passiert es, Insulinspiegel geht schon hoch, der ganze Zucker in der Stärke drin, in den Pommes, in der Panade etc. wird umgewandelt, also in Glucose. Glucose wird im Blut schön im Körper verteilt und dass die Zellen dann das ganze Zeug aufnehmen können, kommt unser Insulin, wird ausgeschüttet von der Bauchspeicheldrüse und dann sagen die Zellen, ja, gib mir doch bitte hier diesen Zucker zum Verstoffwechseln. Danach geht das Insulin zurück und bei diesem Abfall sozusagen, ja, tut sich unser Gehirn ein bisschen schwer mit dieser Schwankung und das ist sozusagen, wo dann dieser Brain Fog entsteht und wo man dann so in das schöne Schnitzelkummer fällt. Klassischer Unterzuckerzustand halt dann. Ja. Aber will wieder in den Zuckerzustand. Jein. Also es ist ja kein klassischer Unterzuckerzustand, weil deine Zellen in dem Moment ja mit Zucker versorgt sind. Allerdings ist es eben so, dass dein Körper dann in dem Moment quasi das Gefühl hat, im Blut ist jetzt aber weniger Zucker. Und das ist sozusagen dann dieser Trigger so ein bisschen. Also ein paar chemische Prozesse spielen da noch eine Rolle, aber im Endeffekt ist es so, dass wenn man auf Ketose ist, einfach das bisschen, das über Eiweiß in Zucker umgewandelt wird, so langsam in Zucker umgewandelt in Glucose, dass der Körper das sozusagen permanent auf so einem schönen, ebenen Level hält und deswegen der Insulinspiegel gleich bleibt. Okay. Gibt es irgendwie noch spezielle Dinge, die ich beachten muss, wenn ich in der Ketose bin oder um da reinzukommen? Oder für wen ist zum Beispiel die Ketose gar nicht geeignet oder dieser Zustand der Ketose gar nicht geeignet? Also es gibt einige Leute, die müssen aufpassen mit der Ketose. Generell würde ich sagen, Empfehlung, wenn man sich nicht sicher ist, was die eigene Gesundheit anbelangt und ein paar Shortcomings, also wenn man so ein paar Probleme mit irgendwelchen Organen hat, immer mit dem Arzt vorher abklären, ganz, ganz wichtig. Ich habe das jetzt zum Beispiel nur gemacht, weil bei mir alles gut läuft, Nieren, Leber, alles gut. Auf jeden Fall abraten von der Ketose möchte ich Leuten mit Schilddrüsenüber- oder Unterfunktion, weil eine Ketose durch den Fettstoffwechsel den Hormonhaushalt ein bisschen auf Vordermann bringt. Also so der pusht ein bisschen, Testosteronhaushalt etc. wird alles ein bisschen ja angepasst, weil viele Hormone sind eben fettlöslich und durch die zusätzliche Zufuhr von Fetten ja, tickt der Körper in der Zeit ein bisschen anders und das kann sich dann natürlich auf die Schilddrüsenhormone auswirken. Deswegen Schilddrüsenpatienten nur unter ärztlicher Aufsicht, auch generell Menschen mit Nierenproblemen, also mit ganz klar eingeschränkten Nierenfunktionen wegen der etwas erhöhten Eiweißzufuhr, die über die Nieren dann ja, geklärt werden, Kreatinin etc., würde ich auch ein bisschen aufpassen, genauso wie Menschen mit Leberunterfunktion oder so, weil die Leber ist für den Fettstoffwechsel da. Das sind also alles so Sachen, wenn man also nicht wirklich topfit ist und sagt, oh, da bin ich mir nicht sicher, immer mit dem Arzt abklären. Ja, und wie gesagt, wenn man topfit ist, ich habe es jetzt einfach mal ausprobiert, ich würde jetzt niemandem sagen, hey, ich rate dir dazu, weil ich bin kein Mediziner, aber für mich war es auf jeden Fall den Versuch wert und ja, ich habe davon profitiert. Ja, allein dieser Zustand mittags, ja, also das ist so ein Vorteil. Ich meine, ich lebe nicht in der Ketose, sondern mache dieses typische, ich nutze Kohlenhydrate so ein bisschen als strategisches Mittel, ja, nach dem Sport, um sozusagen die Zellspeicher wieder aufzuladen. Aber allein dieses Mittagstief nicht zu haben, ja, ich hatte das letzte Mal vor, keine Ahnung, Monaten, wo ich dann nach der Mittagspause um 13.30 Uhr oder so dann hier ins Mittagstief oder abgesackt bin, mich erstmal hinlegen musste. Das ist schon ein super, super, super Vorteil. Und wenn man morgens gut rauskommt, also ich rate es eigentlich jedem mal, der gesundheitlich fit ist, es mal wirklich auszubrieren. Eine Woche reicht erstmal aus, glaube ich mal, um da reinzukommen. Und dann kann man mal schauen, wie sich das anfühlt. Ja, also ich muss auch sagen, wie du sagst, also auch ich finde diesen Grad an Wachzustand, Wachheit, um das mal sozusagen, um so ein blödes Substantiv dazu nehmen. Wachheit klingt so bescheuert, aber okay. Dieser Grad an Wachheit finde ich einfach
bemerkenswert anders. Zum Beispiel, wenn ich jetzt abends müde werde, werde ich rein körperlich müde gefühlt. Ich schlafe vielleicht auf dem Sofa mal weg oder so, wenn ich einfach nur körperlich platt bin, wenn ich die Nacht davor nur 5 Stunden geschlafen habe, am Tag Sport mache und dann abends einfach mein Körper sagt, hey, du musst jetzt mal ruhen, aber mein Kopf ist immer noch wach und fit. Und wenn ich danach wieder aufwache, ist er wieder wach und fit. Und ich glaube, das ist so der enorme Vorteil an der Ketose. Und es gibt gewisse Studien, also deswegen, die sind so, ja, nicht, momentan noch nicht übertragbar, weil sie sind noch nicht mit Menschen gemacht, die Studien. Es gibt so ein paar Anzeichen dafür, dass es auch bei Menschen so wirken könnte, dass Ketose, wenn sie für das Gehirn sozusagen, also als ein bisschen bessere Alternative zum Glukogenstoffwechsel darstellt, weil dann auch der oxidative Stress für die Nervenzellen nicht so hoch ist und für unsere kleinen grauen Zellen nicht so hoch ist, sodass es sogar eventuell positive Auswirkungen auf Alzheimer- und Demenzpatienten haben kann. Also das gibt es momentan ein paar Studien, die legen das nahe. Kann ich mir gut vorstellen bei der Wirkung, die ich merke, aber ja, wie gesagt, die Studien sind eben an Tieren und eins zu eins nicht ganz übertragbar, aber es gibt Anzeichen dafür, dass es von die Richtung gehen kann. Ja, ist ganz spannend. Ich habe gerade gestern auf der Autofahrt habe ich einen Podcast gehört, wo es um Ketose versus Krebs geht. Da geht es darum, dass der ketogene Zustand oder die, wenn man in der Ketose ist, Krebs ganz gut bekämpfen kann. Wie gesagt, ich bin kein Mediziner, ja, aber wenn man in so einem ketogenen Zustand nimmt man sozusagen diesen Krebszellen, so hat der Arzt es dort formuliert, das Fressen. Ja, weil sozusagen die Krebszellen, die leben von Zucker, ja, von Glucose. Und wenn ich sozusagen hier in meinem reinen Fettstoffwechsel bin, dann sterben, dann nehme ich den Zellen sozusagen die Energie, die sie eigentlich brauchen. Ja. Aber leider wurde er auch mundtot gemacht. Er hat das irgendwie versucht, ein Buch rauszubringen. Aber das ist natürlich ein bisschen ein schwieriges Thema. Ja. Auf jeden Fall, also weil einfach ein paar Dinge davon mit Studien etc. ist immer schwierig zu sagen, was davon ist gesichert. Ne? Traue ich keiner Statistik, die du nicht selber gefälscht hast. Aber es gibt eben so auch andere Berichte. Nehmen wir mal jetzt mal den Krebs außen vor mit Krebszellen, die wuchern und deswegen, Krebszellen sind entartete Zellen. Nehmen wir zum Beispiel, es gibt eine andere Studie, eine andere Untersuchung, die werde ich dann auch noch verlinken bei mir im Blog. Da geht's darum, dass die kaputten T-Zellen, die kaputten Immunzellen, sozusagen in einem ketogenen Zustand auch nicht weiter versorgt werden können, weil die sich auch vom Glukosestoffwechsel ernähren und damit versorgen. Damit fallen die kaputten raus und nur die richtig guten Immunzellen bleiben erhalten und reproduzieren sich nachher dann, wenn man zum Beispiel nach einer gewissen ketogenen Phase einen sogenannten Refeed-Cycle hat, wo man dann wieder ein paar Kohlenhydrate für 1-2 Tage zu sich nimmt, um ein paar Hormone wieder zu triggern und so. Aber da gibt es eben dann sozusagen die Beobachtung, dass dann diese guten Immunabwehrzellen wieder vermehrt zunehmen. Und deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass da vielleicht positive Effekte zu beobachten sind, auch wenn ja gewisse Studien vielleicht da noch ein bisschen intensiver klinisch erforscht werden müssten. Und wie sieht das dann aus, wenn man eigentlich fast keine Kohlenhydrate zu sich nimmt, wenn ich jetzt mal Obst und Gemüse und Co. anschaue? Eigentlich fehlt ja so einem Ketose-Menschen ein gutes Package an Vitaminen auf die Dauer, oder? Oder denkst du, dass deine komplette Vitamin-Range abgedeckt ist und du nicht supplementieren müsstest eventuell? Also es ist so, es gibt so ein paar Dinge, auf die muss man achten. Zum Beispiel ist es so, durch die komplette kohlenhydratarme Ernährung und Depleten oder eben Leeren der Glukosespeicher, ist eben so, dass auch weniger Wasser im Körper gespeichert wird. Das wenige Wasser, das im Körper gespeichert wird, funktionieren die Nieren so ein bisschen anders, sondern eine Art einfach nur Durchlauf und da bleibt einfach wenig Wasser im Körper selber, mit denen die arbeiten können. Deswegen sollte man genügend trinken. Und deswegen, wenn man mehr trinkt, schwemmt es auch so ein bisschen so Kalzium raus. Also so auf den Kalziumspiegel sollte man ein bisschen Acht geben. Ich habe jetzt zum Beispiel vor kurzem einen Bluttest gemacht, Kalziumspiegel war bestens und so. Kann man durch eine vernünftige Ernährung, wenn man dann ein bisschen darauf achtet, was man isst, natürlich auch vieles ausgleichen. Aber gerade Vitamine oder sowas ist eigentlich kein großes Problem, weil es gibt natürlich gewisse Gemüsesorten, die sind vom Kohlenhydratlevel sehr niedrig. Ich nehme zum Beispiel mein Lieblingsgemüse dafür, Brokkoli. Brokkoli gibt es von einer tollen Marke. Ich weiß nicht, wie sowas ist in so einem Blog. Ich sage jetzt mal
ich sage jetzt einfach mal den Namen. Zum Beispiel halt, ja. So, ja. Zum Beispiel, die haben so, da gibt es so eingefroren Brokkoli, die hat 1,1 Gramm Kohlenhydrate auf 100 Gramm. Da ziehe ich mir halt abends mal 400 Gramm Brokkoli rein. Ja, zu meinem schönen Steak dazu oder so, habe ich halt 4,4 Gramm Kohlenhydrate zu einem Steak dazu gehabt, aber habe trotzdem eine ordentliche Packung an Vitaminen und an sekundären Pflanzenstoffen, Ballaststoffe etc. Also Ballaststoffe ist nämlich sonst auch so ein Thema, habe mir sonst auch einfach mal durch Obst und durch Gemüse. Es gibt viele Gemüsesorten, Pilze zum Beispiel haben also wenn man Pilze als Gemüse zählt, klassisch, haben ganz, ganz wenig Kohlenhydrate, davon kann man einige essen. Ja, Rosenkohl haben so bedingt wenig Kohlenhydrate, muss man ein bisschen aufpassen, aber kann man auch ab und zu mal reinstreuen und so. Also deswegen, man kann das ganz gut ausgleichen. Und ich habe vorher kurz erwähnt, es gibt ab und zu dann, ja, das kann man ein bisschen variieren. Bei mir waren es jetzt nach 4 Wochen, war zum Beispiel der letzte dann der Refeed-Cycle, wo ich dann an dem Wochenende 2 Tage Kohlenhydrate zu mir genommen habe, um einfach ein paar Speicher zu füllen. Das ja, regt dann ein paar gewisse Hormone nochmal an, so Wachstumshormone für den Muskelaufbau und so. Da gibt es ein paar nette Varianten. Und da habe ich natürlich dann auch ordentlich Obst gegessen, um dann nochmal ein paar Vitaminspeicher zu füllen. Aber generell kann man sich ganz gut ernähren durch Gemüse und da Vitaminlevel auf einer guten Ebene halten. Und wie fühlt sich das dann an, wenn man nach einigen Tagen mega low carb sich wieder Zucker reinschaufelt? Da muss ja das Feuerwerk im Gehirn eigentlich angehen. Da muss ja bam, 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 da muss es ja richtig abgehen da oben eigentlich, oder? Beschissen und gut zugleich. Ja? Also es ist so, man kann endlich alles essen, was man so ein bisschen vermisst. Natürlich hat man so einen Zuckerheeper. Ja, man muss das schon in den Griff kriegen. Es gehört auch eine Disziplin mit dazu, da zu sagen, okay, ich verzichte komplett auf Zucker, weil der Mensch tickt so süßes, schnelle Energie. Wenn man ein bisschen wenig geschlafen hat, hat man noch mehr den Hang dazu. Das heißt auch gut schlafen. 7 Stunden empfehle ich jedem mindestens zu schlafen pro Nacht, dass man dann auch so diese Zuckergier ein bisschen unter Kontrolle hat und so. Aber dann an diesem Wochenende, ja, da haut man eben dann auch Dinge rein, auf die man halt lange verzichten musste, die man doch schön findet, mal ab und zu essen. Dementsprechend ist das was Schönes, wenn man das wieder reinhauen kann, aber man merkt auch gleichzeitig, wie sein Körper irgendwie komisch drauf reagiert. Also bei mir war es dann wirklich so, du fällst danach nach zum Beispiel einem guten Mittagessen mit so ein paar Zuckersachen, Pasta mit dazu oder so, du fällst wirklich fast ins Schnitzelkoma, wie du vorher gesagt hast. Also bist einfach in dem Fall nicht mehr so leistungsfähig. Und auch bei mir war es dann eben so, weil ich eben davor eine lange Keto-Phase hatte, habe ich 2 Tage ein Refeed gemacht, ein Reload gemacht und nach diesen 2 Tagen, ich habe mich am Montag danach richtig schlecht gefühlt, also fast wie krank. Ich hatte so einen leichten Schnupfen bekommen dann und so. Natürlich, man nimmt auch halt dann auch wieder ganz, ganz viele Stoffe zu sich, die der Körper eigentlich gar nicht so gern möchte. Zum Beispiel Gluten ist so eine Sache, ich bin jetzt nicht Gluten hypersensibel drauf, aber auch da merke ich, es tut meinem Körper ohne Gluten eigentlich ganz gut. Wenn ich dann einen Refeed mache, mache ich es mit Gluten, da lege ich dann nicht sonderlich Wert drauf, weil ich einfach nicht empfindlich bin eigentlich. Aber das sind dann schon so ein paar Auslöser, so ein paar Trigger, wo ich dann schon gemerkt habe an dem Montag danach, ja, so ganz gesund fühle ich mich danach nicht. Und dann 2 Tage später zurück in der Ketose geht es dann schon wieder ganz gut. Aber so an dem Wochenende, da bist du wirklich so, was ist mit mir los? Ja, das Thema ist, glaube ich, auch, wenn man mal so das 5 bis 7 Tage mal durchgezogen hat, man gönnt seinem Körper, glaube ich, auch so ein bisschen so eine Art Reset. Ja, da wird mal alles rausgeschüttet und ich meine, ich bin hier ja Paleoaner mit Leidenschaft und auch wenn man hier mal so die ersten 30 Tage so eine Umstellung macht und was eigentlich auch überwiegend Low Carb ist, ja, man versucht irgendwie auf Kohlenhydrate zu verzichten, wenn man Sportler ist, jetzt vielleicht nicht ganz so, aber man merkt dann, wenn man danach wieder Dinge einführt oder mal dann doch mal nochmal die Pasta isst, ja, ich musste heute geschäftsbedingt Mittagessen, es gab nichts anderes und ich habe nichts gegessen gehabt seit ganz, ganz langer Zeit und ich musste dann diese Pasta essen, ich habe sie halb gegessen und ich habe gemerkt, no way, no way. Und danach, selbst mit 2 Kaffee, ich konnte mich fast nicht mehr richtig konzentrieren, das ist jetzt nicht übertrieben geschildert, ich war müde, ich habe gegähnt, es ist einfach ein Zustand, wenn man sich einmal an dieses Licht, was hier oben angeht, wenn man sich in diesem Zustand gewöhnt, obwohl das bei mir ja immer nur in einem täglichen Cycle bis abends nach dem Sport ist, dann möchte man da eigentlich so schnell nicht mehr weg. Ja, und das ist vielleicht auch eine ganz gute Anregung für unsere
hoffentlich ganz, ganz vielen Zuhörer, die jetzt hier dann bald diesen ersten Videopodcast anschauen. Oh ja, die Zehntausende, zehn oder Zehntausende, irgendwie sowas. Zehntausende, du musst immer positiv denken. Ja. Hier mal sagen, okay, ich versuche das mal aus, mich mal ein paar Tage zu nähern. Du hast mir letztens was erzählt, um langsam auch zum Abschluss zu kommen, dass man auf deinem Blog bald, vielleicht hast du ein kleines Ketose-Programm sich kaufen kann oder sich kostenlos zulegen kann. Was sagst du vielleicht noch mal ein paar Sätze dazu? Also gerne, also was ich vorhabe, momentan, ich habe das ja jetzt auch mit ein paar Leuten schon gemacht, habe ein paar Leute so ein bisschen gecoacht, was kann man essen, was sollte man essen, was macht man, wenn man unterwegs ist, was sind so ein paar Mythen, zum Beispiel sowas nach dem Motto Fett macht Fett oder viel Fett führt zu erhöhten Cholesterinwerten etc., solche Dinge und sowas, das möchte ich eigentlich in meinem Blog generell behandeln, also ich werde ganz viele Blogposts jetzt dann veröffentlichen, die das so ein bisschen generell schildern. Generell, Ketose ist nicht das einzige Thema im Blog. Ich möchte auch natürlich auch so ein bisschen so, wenn es darum geht, um ja, Entrepreneurship, also Unternehmertum, bisschen so mein Fokus auch mit Psychologie, mit ein paar, ja, so auch so Themen wie ja, Körpersprache oder eben, ja, also so die klassische Body Language Themen so ein bisschen aufarbeiten und so. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Da gibt es einiges dann im Blog offiziell, also dass dann jeder lesen kann und ich möchte dann vielleicht so einen kleinen Membership-Bereich machen für ein paar Mini-Kröten, in Anführungszeichen, wo man sich dann so wirklich Rezepte holen kann, wo man dann von mir ein bisschen betreut wird, wo ich dann sage, hey, ich stelle dir dann auch vielleicht mal für 2-3 Tage einen schönen Ernährungsplan zusammen, wenn du ein bisschen Schwierigkeiten hast und so. Also so in die Richtung soll es gehen, wie es genau aussieht, kann ich noch nicht hundertprozentig sagen, aber das habe ich mir momentan so ein bisschen angedacht, weil der Peter, den ich da ja gecoacht habe, unser Buddy, der war mein letztes Opfer, in Anführungszeichen. Und der war ganz begeistert und der hat mir jeden Tag oder jeden zweiten geschrieben, du, was kann ich jetzt essen? Und sag mir doch nochmal ein paar coole Rezepte und so. Und dann dachte ich mir, hey, wenn ich das sowieso sammle, dann kann ich das mal so ein bisschen bundeln und so. Und für Leute, die das wirklich mal ausprobieren wollen, überlege ich mir auch fest so einen kurzen kleinen Leitfaden, wie kann ich mal in der Woche in eine Ketose kommen? Und wenn Leute das ein bisschen länger durchziehen wollen und ein bisschen ernster dahinter sein wollen, sagen, hey, dieses Licht, von dem du vorher gesprochen hast, das hätte ich gerne länger an, dann gibt es dann vielleicht noch das ein oder andere zusätzliche dann bei mir. Cool, Christian, dann danke ich dir für deine Zeit. Heute ist schon spät Abend, 11:30. Ey, wir sind immer noch fit, wir sind immer noch fit. Richtig, genau, obwohl ich hier schon hier am Abschlafen bin eigentlich, weil ich mir jetzt hier gerade am Sport 600 Gramm Kartoffeln reingeschoben habe. Ja. Mein Carb-Crash ist schon hier fett am Laufen und trägt mich jetzt gleich hier in mein Bett rüber. Aber in diesem Sinne danke ich dir vielmals, auch als dass du mein erster Gast warst hier in der Show. Ich freue mich, ich war dein erster Gast, wie geil. Genau, es werden ganz, ganz viele weitere Gäste auch noch kommen. Den Peter, von dem du gesprochen hast, den werde ich hier mir als zweiten vorknüpfen. Da werden wir über Speedreading reden, über Lernen generell, weil er da ja auch ein Experte ist und da ja auch Kurse gibt und Co. Und ja, in diesem Sinne wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Danke gleichfalls. Thank you for having me, wie man es so schön sagt im Englischen. Ne? Die englische Sprache ist so viel cooler. Also, ja, Hammer. Ja. Nee, passt schon. Danke, dass ich dein Gast sein durfte. Sehr gerne. Bye, bye. Bye.